Ja, meine Liebe, grüß dich. Genau, schön. Ja, wir hatten uns ja verabredet und dann hast du gesagt, ja, nee, es ist doch was dazwischen gekommen und da Ja, dachte ich. irgendwie war da so turbulent an dem Tag. Genau, da waren zwei Anrufe und die haben mich, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, aber da musste ich plötzlich reagieren. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ach, Valeska, es ist eine verrückte Zeit. Ja, na hoffentlich. Bei dem Durcheinander hier, da kann es ja nicht so weitergehen wie bisher. Nee, das kann nicht. Das ist schön auch, dass du lachst. Ja, weil manchmal ist mir gar nicht so sehr zum Lachen. Aber ich halte mich, ich halte mich. Ich glaube, also das, was du sagst mit hoffentlich, tut mich zwar manchmal auch noch so beschleichen, dass ich denke, oh je, wie gehe ich damit um? Aber hier stelle ich das ja überall fest, dass das Chaos immer noch ein bisschen, es kann immer noch ein bisschen mehr werden. Am besten lacht man drüber, ja. Ich weiß, es gibt ja diese Lachtherapie, aber es ist ja nicht der richtige Weg, dass du es unterdrückst. Ich Nee, denke. genau, das ist richtig, was du sagst. Genau, das ist das, wo ich dann damit natürlich auch, wenn ich dann ehrlich bin, einen Schmerz habe, dass ich das so beobachten kann, so klar und deutlich vor Augen sehe und dann denke, oh, das macht mich immer mal wieder für Momente auch so fassungslos. Gell? Oder Ingo sagte auch, als du, wenn du da unsere Politiker oder der fragte mich was, bei mir ist das Wochen her, ich habe es einen Tag liegen lassen, ich habe es einmal überflogen, dann habe ich nochmal genauer gelesen, dann habe ich es zerrupft und in den Müll geschmissen. Da, wo er hingehört. So. Ja, ich denke, der Humor, der jetzt gebraucht wird, ist der der Wahrheit. Ja. Ja, wenn du die Wahrheit so durchschaust und dann merkst du auf einmal, ja, das ist sehr treffend. Genau so ist es. Und dann fühlt sich alles so erleichtert an. Es ist erleichtert und ja, zum Teil auch so einfach. Und wenn man das dann durchschaut hat, dann findet man auch eine Form von Freude. Und das ist eben bei Kindern oftmals so schnell zu sehen, egal was die für ein Problem haben, wenn man ihnen zeigt, guck mal, hier gibt es auch einen Ausweg. Dann sind die so erleichtert, dann strahlen die so vor Freude. Das funktioniert einfach, ne? Genau, ja, die haben diesen Zugang auch, glaube ich, noch ein bisschen leichter. Aber das trotzdem, das gilt auch für Erwachsene, was du sagst, das stimmt. Habe ich auch in letzter Zeit so empfunden. Aber natürlich mit dem Ganzen, womit jeder Einzelne und ich so im Speziellen sozialisiert und erfahren dann, dann ist manchmal so, ich sag, ich nenne das immer so ein knirschiges Gefühl in mir, gell, wo ich dann so vielleicht auch doch irgendwie so vage Ahnungen von irgendwas, wo ich denke, oh Mann, du kannst es noch gut weiter durchhalten, ja klar. Ja, da gibt es so eine kleine Geschichte von dem Gänseblümchen auf der Wiese. Das Gänseblümchen auf der Wiese kümmert sich darum, wie es Blätter, wie es den Stiel und dann die Blütenblätter und die kleinen Staubblätter herstellt und freut sich daran, dass es auf der Welt ist. Ein Gänseblümchen ist zäh. Das blüht zum Teil bis in den November rein und auch im Frühling fängt es ziemlich zeitig an, wieder ganz tapfer zu blühen. Im Winter frieren die Blätter auch nicht ein. Die, die jung kommen, sind zwar winzig, aber da steckt trotzdem eine ziemliche Kraft drin. Und dieses Gänseblümchen ist so das Symbol des tapferen und fleißigen, lebendigen, wo man Ja, sich so ein Beispiel dran nehmen kann. stimmt. Und dieses Gänseblümchen wächst auf der Wiese und ganz in der Nähe ist ein Apfelbaum. Und an dem Apfelbaum kommen erst Blüten, später wachsen dann dort aus den befruchteten Blüten die Äpfel. Und eines Tages sticht jemand hinein und setzt dort ein Ei hinein. Und aus diesem Ei wird eine kleine Raupe. Und die Raupe, die fühlt sich natürlich wunderbar dort in dem Apfel und frisst und frisst und frisst. Und das Gänseblümchen wächst dort unten weiter auf der Wiese und ahnt vielleicht, dass es Raupen gibt. Ahnt vielleicht, dass es Äpfel gibt, weiß aber nichts von dem Kampf des Apfels, jetzt nun weiter schön zu wachsen, trotz der Raupe.
und ahnt auch nichts davon, dass die Raupe nur überleben kann, wenn sie aus dem Apfel fressen kann, und wächst dort auf der Wiese, ganz in Ruhe und macht genau das, was ihr gefällt. Und ich glaube, das ist es, was wir Menschen uns bewusst machen müssen. Die Natur ist nicht so, wie das von uns Menschen immer erwartet und zum Teil auch eingefordert wird. Und wir sind auch nicht verpflichtet, dass wir jemand anders zuliebe, nur weil er so tut, als ob er Mitgefühl hätte mit uns. Dass wir dem dann nachgehen müssen, überhaupt nicht. Ja, wir müssen diese Tapferkeit und diese Lebendigkeit des Gänseblümchens in uns bewahren und sagen, ich bin ich und ich entscheide selbst, egal was da draußen passiert, wie ich jetzt lebe und wie ich die nächsten Schritte in meinem Leben gestalte. Schön. Ja. Ja, das macht es deutlich. Ja, stimmt. Da ist die Gänseblümchen, das hat die Buddha-Natur. Das ist das, was wir auch als junges Kind hatten, wo man uns dann später gesagt hat, du bist egoistisch und denkst nur an dich. Aber das ist einfach eine Form von Selbstliebe, die wir verloren haben, aus Liebe zu anderen, um es denen recht zu machen, von denen wir glaubten, dass sie es besser wissen. Genau. Ja, glauben, das ist besser. Ach, Glaubten. toll. Ja, hilft mir auch wieder weiter. Ja, weil, also manchmal, ja, braucht man jetzt, also ich so im Speziellen, schon auch meine Energie, wo ich so auch merke, ach, sollte es tagsüber auch mal schlafen, aber ich bin meistens immer noch zu umtriebig. Aber ich gehe dafür dann auch öfters doch mal abends früher schlafen und ich schlafe auch toi toi toi. Und doch so mach so diesen Weg, diesen Diskurs, den ich so eingeschlagen habe, denke ich einigermaßen. Doch, ich mache es ganz gut. Aber es Ja. ist nicht immer ganz leicht, ja. Ja, das Beste, wenn man zu sich kommen will, ist atmen. Das ist wirklich am besten. Oder sprechen, so wie wir jetzt telefonieren, ne? Da atmen wir ja auch. Wir atmen ein und während des Sprechens atmen wir ganz langsam aus und geben unserer Stimme einen Ton. Und das alles beruhigt den Organismus. Ja, richtig. Stimmt. Ich habe gestern so einen schönen Nachmittag mit meiner Tochter und da atmet man auch in Stuttgart Bad Berg. Das ist ein sehr schönes Mineralbad. Das haben die letztes Jahr wieder eröffnet oder Anfang diesen Jahres. Und manche haben schon geungt, ah, da muss jetzt hingehen, bevor sie es wieder zumachen. Und ich habe irgendwie immer gerade die Zuversicht, dass ich mir sage, die machen das nicht mehr zu. Ja, viel zu offensichtlich, was da alles falsch läuft. Und das war schön, also das Bad tut gut. Stuttgart ist ja neben Budapest wohl die zweite Stadt in Europa mit den ganz qualitativ und meisten Mineralquellen. Kürzlich gehört. Also das war richtig, das tut mir immer ziemlich gut, wenn ich da hingehe. Diese Mineralquellen durch diese extremen Bohrungen in Stuttgart. Ja, und das läuft ja schon lange und da gibt es ja immer wieder Kräfte, die diesen Bau verhindern. Ja. Und was da im Einzelnen wirklich im Untergrund stattfindet, das wissen wir ja nicht so genau, aber genau weil da eben diese energetische Stelle ist, wird da eben so gearbeitet. Ja, richtig. Also ich spüre einfach nur, dass da eine hohe Energie ist und dass die Energie ausgenutzt werden will. Ja. Und nicht unbedingt zum Guten. Das ist mein Ja. Gefühl. Ja, richtig. Richtig, richtig. Auch dieses Ganze, das hätte man ganz, ganz anders mit auch wesentlich weniger Kosten machen können. Da gab es auch verschiedenste Kräfte, die darauf hingewiesen haben damals. Aber die bekamen alle kein Ohr und es war ja alles so klar von vornherein, dass das so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Aber das ist nicht zum Wohle. Das kann einfach niemals sein. Wir hatten den Kopfbahnhof, 16 Gleise, dass vier Gleise mehr leisten. Das geht einfach nicht. Da können die Züge noch so schnell fahren. Ich denke, dass da was anderes dahinter steckt und dass der Bahnhof
nur das Feigenblatt nach außen ist, so für die Öffentlichkeit. Es ist wichtig, dass man weiß, dass es das gibt und dass man keine Angst davor hat, ja? Ja, richtig, richtig. Und dass man sich dieser Natur des Gänseblümchens bewusst wird, dass man sagt, ja, okay, gut, da gibt es Maden im Apfel, aber ich selber leide nicht darunter, ich kann es auch nicht ändern, Nee, genau. aber ich kann mit meiner Lebendigkeit Menschen Freude machen. Richtig, genau. Und das Das bist du ist auch, ja. dass sie da auch mal wieder so denken, ja, und kommt, wie es kommt. Vielleicht kriegen sie ihn ja irgendwann auch mal fertig. Diesen Bahnhof, weiß ich ja alles nicht. Jetzt momentan bildet das neben anderen Geschichten, die wahrscheinlich in deiner Umgebung auch gerade so sein werden. Hier sind allenthalben auf den Straßen irgendwelche undefinierbaren Baustellen und alles Mögliche. Und da hatte ich es auch mit dem Ingo, wo ich eben auch sagte, du, das wird jetzt noch immer doller werden. Und jetzt, ja genau, da bin ich wieder im Eingang. Ja, Ist ist man jetzt ganz irgendwie wichtig. ertragen und ja, nicht nur lachen, denke ich, ist auch nicht die einzige Antwort. Man kann sich dann schon mal ärgern. Ja, wenn dir das Spaß macht, dich mal zu ärgern, dann ärgere dich doch richtig. Ich meine, wir sind ja hier auf der Erde, weil wir Emotionen ausleben wollen. Und Ärger gehört ihm einfach mit dazu. Ja, richtig. Ja, richtig, genau. Dass man dann auch mal, wenn man gerade wieder irgendwie wo dran fährt und denkt, Mann, warum komme ich denn da wieder nicht weiter? Na, manchmal ist gerade dieser Ärger dann auch ein Wegweiser. Ja. Geht dir das manchmal so? Ja. Ja, genau. Oder dann auch innerlich irgendwie so ein klein bisschen radikaler, nicht böser, nicht mal. Aber so innerlich für mich so, ja, jetzt ist ganz klar. Genau. Klar ist ein schönes Wort in diesem Zusammenhang. Und klar ist ja auch mit der Wahrheit verbunden. Und in dem Moment kriegst du dann ein erleichtertes Gefühl und sagst, ja, okay, so Genau. gehe ich jetzt damit um. Ja, genau. Ich habe es sehr schmerzhaft hier auch in dem Haus so. Sind also speziell eine Partei, die mich wie disst oder ganz komisch. Und da habe ich jetzt, aber das hat jetzt wirklich lange gedauert, bis ich mich davon ein paar Sachen befreit habe und auch gemerkt habe, dass ich dem innerlich, und ich glaube, es war sogar auch mal in einem Traum, wie vergeben habe. Und trotzdem, wenn ich die manchmal sehe, denke ich, oh, wieder ganz in meine Ruhe, gell? Und dann, ja, er ist, wie er ist, ist auch nur ein Mensch, komm, lass gut sein. Und ist jetzt nicht schlimm, aber ich bin so in mir klar aufgestellt. Ja, da kommen dann noch mal die Triggerpunkte und die machen dich ja auch lebendig. Ja. Ja, also dann ist dir nicht langweilig, sage ich mal. Auch wenn das jetzt nicht die schönste Form ist, lebendig zu sein, aber diese Triggerpunkte zeigen dir dann noch mal, hey, du bist am Leben und du kannst in dieser Situation entscheiden. Niemand kann dich zwingen, dich schlecht zu fühlen, aber wenn du dich schlecht fühlen willst, dann willst du das eben noch erfahren, ne? Ich sage immer, das ist wie so eine Art emotionales Fitnesscenter. Da hast Ja. du dann große Gewichte auf deinen Hanteln und machst damit dann deine Übung und wirst daraus stark und immer klarer, ne? Wohl, ja. Naja, aber es ist schon, oh ja, also da danke ich deiner Hilfe auch. Du schickst mir mal wieder eine Mail. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Kontodaten noch irgendwo, ach doch, ich würde es wahrscheinlich finden. Man muss ja Austausch haben, mit auch eben Austausch, wo man inspiriert wird, auch wieder weiterzugehen. Gell? Ja, so ein Impuls gerade in so einer Situation, wo man denkt, oh, jetzt ist es ausweglos. Man ist in so einem Gewirr von irgendwelchen Gedanken und Gefühlen und denkt, meine Güte, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und wenn man dann von außen mal so einen Impuls kriegt und sagt, das ist alles in Ordnung, wie du bist. Und jetzt guck mal richtig rein. Im Grunde genommen schadet dir ja gar nicht, ne? Und die Gefühle sind auf deinem Konto des Erlebens, Ja. der Erfahrung. Also auf jeden Fall bist du da reicher. Und du bist für viele andere, die mit dir zu tun haben, dann auch so eine Art Leuchtturm. Das stimmt. Ah, das hast du schön gesagt. Das ist Ja. schon Ja. sehr, also über diese Gespräche so geholfen. Dieses Leuchtturmding hast du auch mal vor
längerer Zeit. Leuchttürme rennen auch nicht die ganze Zeit rum, stehen und leuchten. Genau, ja. Von einem starken halben Jahr mit einem Freund und wir hatten so ein bisschen Verhältnis. Und dann hat er mir auf einmal erklärt, dass da jetzt seitdem wieder die Maßnahmen gefallen sind, er wieder ins Tanzen gehen kann, dass er da eine andere hat kennengelernt. Oh, da ging es mir schlecht, da musste ich erstmal Drama. Ja. Das habe ich aber so schnell überwunden. Also erstmal ging ich so ins Drama und da dachte ich, oh, ich kratze denen die Augen aus unter der Sonne. Und dann habe ich mich wieder einbekommen. Und wir haben auch jetzt eine schöne Freundschaft ausgebildet. Ach, schön. Heute hat er Geburtstag und er hat sich gestern so arg bedankt. Ich habe ihm eine Karte in seinen privaten Briefkasten. Ich habe was eingeworfen für dich. Und dann hat er geschrieben und hat, wie ein Kind, ich muss schon reingucken. Ja, das ist viel Nahrung, danke, ich bin glücklich, dass es dich gibt, schrieb er dann. Ach, schön. Ja, und das ist ja auch wertvoll. Natürlich, ist ja schön, dass das jetzt so ausgegangen ist, das wusste ich ja gar nicht. So genau, und dass ich eben, das merkte ich da in diesem Konflikt, oder wo ich so auch erstmal dachte, jetzt machst du hier Drama und schlimm, wo ich merkte, und da hatte ich mich dann schon an Gespräche von dir erinnert, nee, das kannst du ja auch entscheiden, ob du jetzt hier Drama willst oder nicht. Mhm. Und wenn du jetzt halt Drama willst, dann mach halt Drama, aber mach mal so im Rahmen, wie du es denkst. Ne? Mhm. Und da habe ich ihm ein Buch zurückgegeben, und so, was er mir eigentlich geschenkt hatte, und so ein paar Sachen, und dann war es aber gut. Mhm. Dann habe ich gemerkt, so, habe ich das gemacht, was ich machen will, und mehr, jetzt muss ich eigentlich nicht noch mehr Theater oder Theatralik draus machen. Ja, so wie man es gerade braucht. Nur als Menschen können wir diese starken Gefühle ausleben und das macht lebendig. Ja, richtig. Ja. Und dann habe ich schnell wieder doch so mich ein bisschen ein, habe da ein bisschen auch Ruhe gelassen und irgendwie kam dann doch mal wieder der eine oder andere Kontakt und er hat seit einem knappen Jahr eine Hündin, von der habe ich glaube auch schon erzählt und die liebe ich gerade so. Und ich habe durch die auch eine wesentliche Angst verloren. Ich hatte immer vor großen Hunden. Ja, hast du erzählt. Mhm. Die ist groß. Die kam ursprünglich aus Russland, die ist schon so Richtung Schäferhündin, ist irgendeine Mischung. Und auch sehr lebhaft und alles, aber ich habe überhaupt keine Angst mehr vor Hunden seitdem.